Musikalische Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Im Brigitte-Feldmann-Saal des Konservatoriums Schwerin fand am Montag ein Konzert zum Gedenken statt. Vor 75 Jahren wurden die Insassen des Konzentrationslagers Auschwitz befreit. 80 Zuhörer hörten Werke jüdischer Komponisten wie Felix Mendelssohn-Bartholdy oder Georg Kreisler. Neben dem Oberbürgermeister und dem Stadtpräsidenten von Schwerin war auch der Antisemitismusbeauftragte des Landes, Hans-Jörg Schmutzler, als Ehrengast anwesend. Im Konzentrationslager Auschwitz wurden zwischen 1940 und 1945 weit mehr als 1 Million Menschen durch die SS ermordet.